In der Nacht von Montag auf Dienstag sind zwei Bewohner der Gemeinde Garrel durch einen Brand in ihrem Haus verletzt worden. Das ist das Gemeindehaus von der Gemeinde Garrel, wo hier eben Personen von der Gemeinde her untergebracht werden. Im Wohnzimmer brannte ein Sofa lichterloh, als wir hier eingetroffen sind. Laut Polizeiangaben wollte der 22-jährige Bewohner des Hauses sein Sofa entsorgen und zündete es daher an, allerdings in der Wohnung. Dabei geriet das Umfeld ebenfalls in Brand. Er und seine 26-jährige Mitbewohnerin konnten sich gerade noch in Sicherheit bringen und den Notruf absetzen. Wir waren nicht die Ersten. Der Rettungsdienst und die Polizei war vor Ort, bevor wir eingetroffen sind. Und für uns war natürlich optimal, dass keine Personen im Gebäude gewesen sind. Somit konnten sich die 30 Löschkräfte gleich auf die Brandbekämpfung konzentrieren und ein Ausbreiten des Feuers verhindern. Bei den beiden Bewohnern bestand der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Die werden zur Beobachtung ins Krankenhaus nach Kloppenburg gebracht und alles Weitere muss sich von dort aus ergeben. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 1.000 Euro. Der Wohnraum der Sozialunterkunft brannte komplett aus.